Bei mir sitzt die neue hessische Generalsekretärin Anna-Maria Bischoff. Sie hat den Posten im Januar von Manfred Penz übernommen. Sie kommt aus Fritzlar in Nordhessen. Sie lebt auf einem 500 Jahre alten Bauernhof. Sie hat ein Kind und ist Jägerin. Und wir haben heute ein Interview über die Krisen in diesem Land. Und das ist auch eine ihrer Aufgaben, die sie beschreiben, dass wir hier in der Zeit der multiplen Krisen leben, die unsere Freiheit und Sicherheit bedrohen. Ja, wenn man sich mal an die letzten 10 Jahre erinnert, was wir da alles auch erlebt haben. Vor 10 Jahren hat bei uns die Migrationskrise begonnen. Vor 4 Jahren hatten wir Corona, was man sich gar nicht vorstellen konnte mit den ganzen Einschränkungen, die damit einhergegangen sind. Wir erleben USA, die seit Jahren im Aufruhr sind, die wieder vor einer Präsidentenwahl stehen im November, wo keiner auch so richtig weiß, nicht nur wie geht's mit den USA weiter, sondern was für einen Einfluss wird das auch auf uns und Europa haben. Wir haben den Ukraine-Krieg vor der Haustür, der unsere eigene Freiheit auch bedroht und uns natürlich massiv unter Druck setzt. Wir erleben China mit einer expansiven Außenpolitik und das verunsichert die Menschen. Gehen wir zur Flüchtlingskrise, die 2015, 2016 begonnen hat. Da war aber die CDU in der Regierungsverantwortung. Ja, bei all ihren Verdiensten für unser Land bin ich davon überzeugt, dass die Politik der offenen Grenzen ein Fehler war. Wir haben einfach nicht das Signal in die Welt gesendet, dass unsere Grenzen eben nicht offen sind. Wenn man sich zurückerinnert, damals kam dieser Tross an Menschen von Ungarn und ich empfinde es als absolut richtig, dass man damals aus humanitären Gründen gesagt hat, man hilft diesen Menschen, man schickt Busse an die Grenze, sammelt sie ein und bringt sie nach Deutschland. Aber wie gesagt, das Signal hätte in die Welt ausgehen müssen, dass wir eben nicht offene Grenzen haben und dass jeder hierher kommen soll. Das war ein großer Fehler und ich kann sagen, für meine Partei, die Merz-CDU in 2024 ist eine andere Partei als die Merkel-Union von damals. Wir haben diesen Fehler für uns erkannt. Jetzt geht es darum, natürlich Vertrauen auch bei den Menschen zu gewinnen, dass eben sowas mit uns nicht mehr passiert, sondern dass wir eine Partei der Recht und Ordnung sind, eben auch in der Migration. Also den Fehler der offenen Grenzen, den hat Angela Merkel dann gemacht. Also Angela Merkel, wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass man damals den Menschen aus dieser humanitären Krisensituation geholfen hat, aber es hätte das Signal ausgehen müssen, dass das eben keine Dauersituation wird. Und jetzt natürlich mit der Ampel in Berlin wird das nochmal um ein Vielfaches verstärkt. Und ich glaube, ich halte nichts davon, die Vergangenheit schlecht zu reden. Das war damals auch eine andere Situation als jetzt. Aber wir müssen natürlich auch reflektieren, unsere Politik reflektieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und die Menschen verlangen eine gewisse Ordnung in der Migration. Und dafür steht die CDU. Und was muss jetzt da in der Flüchtlingspolitik getan werden? Also ich glaube, die Migrationskrise ist auch ganz eng vernetzt mit dem Sozialstaat. Und wir müssen einfach auch an den Sozialstaat rangehen und die Anreize dafür, nach Deutschland zu kommen, einfach reduzieren. Apropos mit Grenzen, die werden ja gerade kontrolliert, sagt die Ampel, sagt Nancy Faeser. Ja, wir erleben an den Grenzen, an den deutschen Außengrenzen eine Schleierfahndungsshow. Da geht es einfach nur darum, die Menschen zu beruhigen, ihnen das Gefühl zu geben, da geschieht was, aber in Wahrheit geschieht das nicht. Es gibt ja durchaus Berichte von Grenzübergängen, wo eben nicht kontrolliert wird, wo jeder durchgehen kann, wie er möchte. Und das ist, ich glaube, das wird nicht den Effekt haben, den man möchte, nämlich, dass die Menschen beruhigt sind, sondern man merkt, dass da nichts funktioniert. Und das wird nur dazu führen, dass einige Menschen sich weiter radikalisieren und in die Arme von Populisten wie von der AfD treiben. Und jetzt werden viele Flüchtlinge eingebürgert durch die Ampel-Turbo-Einbürgerung. Ja, wir bürgern gerade eine ganze Talahun-Generation ein. Das ist dramatisch. Für mich gehört zur Einbürgerung oder zur Integration mehr als nur ein paar deutsche Sätze sagen zu können und ein paar Multiple-Choice-Fragen richtig zu beantworten. Und ich möchte auch sagen, das ist auch, finde ich, ein Hohn für alle Migranten, die hierher kommen, die sich hier einbringen wollen, die hier Fuß fassen wollen, dass wir da jetzt wirklich die deutsche Staatsbürgerschaft Leuten ja quasi schon hinterherwerfen. Und viele davon landen dann irgendwann alle mal im Bürgergeld. Ja, und das ist ja genau das, was ich eben auch gesagt habe. Ich glaube, die Regulierung von Migration geht immer auch Hand in Hand
mit einer Reformation unseres Sozialstaates. Wir erleben einen ausufernden Sozialstaat schon eine ganze Weile. Jetzt unter der Ampel, die wirkt da wirklich wie ein Brandbeschleuniger auch. Das hat einfach dazu geführt, dass das Prinzip Leistung bei uns in der Gesellschaft immer weiter in den Hintergrund rückt. Es ist in gewisser Weise schon dieser linke Traum des bedingungslosen Grundeinkommens. Für mich ist ganz klar, dass anstrengungsloser Wohlstand wirklich eine linke Fata Morgana ist. Das gibt es nicht, das würde es auch in Zukunft nicht geben. Und wenn wir da nicht langsam auch anfangen, diesen Sozialstaat wirklich zu reformieren und anzupassen und auch in die Realität zu bringen, dann wird er keinen Bestand haben. Und wenn ich das sagen darf, ich finde das Prinzip des Sozialstaats wirklich erstrebenswert und gut. Aber das, was wir jetzt erleben, ist wirklich eine Perversion des Grundgedankens, nämlich dass Menschen, die in eine Notsituation kommen, geholfen wird von staatlicher Seite. Aber es ist halt wirklich so, dass viele, und das kann ich absolut nachvollziehen, die Entscheidung für sich treffen, Arbeit lohnt sich nicht, für 70 Euro mehr im Monat, wenn überhaupt, brauche ich morgens nicht aufstehen. Und unsere Gesellschaft basiert ja darauf, dass wir eben auch leisten, dass man sich diesen Sozialstaat dann auch leisten kann. Und wenn wir da nicht rangehen, dann wird das keine Zukunft haben. Genau, so ein Sozialstaat, der kann ja nur funktionieren, wenn jemand einzahlt. Mhm. Und wir brauchen jetzt dringend Fachkräfte. Also Leute fehlen ja vom Fließband über die Wirtshäuser. Wir haben Wirtshaussterben, weil es einfach nicht genug Fachkräfte gibt. Bis hin in Kliniken. Wir haben junge Menschen im arbeitsfähigen Alter, die halt überall gebraucht werden und viele davon nicht arbeiten. Wie kann man die dazu bringen, dass sie arbeiten? Ja, es ist wirklich eine Farce, wenn wir sehen, dass wir Millionen Menschen haben, die im Bürgergeld stecken und gleichzeitig aber viele, viele Arbeitskräfte brauchen. Ich glaube, es gibt mehrere Anreize, die wir setzen können. Einmal natürlich, dass sich Arbeit wieder lohnt, dass wir sagen, wir erhöhen Freibeträge, wir senken Steuern, wir stellen Überstunden steuerfrei, dass es sich einfach wieder lohnt zu leisten, dass man am Ende des Monats auch für seine Leistung was in der Tasche hat. Und dann gehört natürlich auch dazu, wenn jemand, der arbeiten kann, nicht arbeiten möchte, dann müssen wir das am Ende auch sanktionieren, weil dieses System funktioniert nur, wenn jeder, der leisten kann, auch leistet. Ja, wenn jemand im Bürgergeld steckt, arbeiten könnte, nicht arbeitet, wie könnte man da die Leute in die Arbeit bringen? Raus aus dem Bürgergeld. Ja, wir brauchen eine Bürgergeldbremse. Wir müssen eben die Anreize dafür setzen, dass Menschen arbeiten, dass Menschen leisten. Und das sollte übrigens auch eine Grundüberzeugung werden. Im Moment gibt es ja viele, die von 20-Stunden-Woche sprechen, 30-Stunden-Woche etc. Das ist alles eine linke Wohlstandsfata Morgane, die einen leistungslosen Wohlstand verspricht, den es so nicht gibt. Also wir müssen schon den Grundkonsens in dieser Gesellschaft haben, dass um dieses System aufrechtzuerhalten, wir eben alle auch leisten müssen und einzahlen müssen, weil es kostet am Ende auch Geld. Und da muss dann jeder auch mitziehen. Wie kann man den Asylsuchenden, die hier sind, klar machen, dass zur Integration auch die Integration in den Arbeitsmarkt gehört? Ja, also es ist ja für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen, die wirklich Asyl brauchen, die Schutz vor Krieg brauchen, vor Verfolgung, vor Terror, dass die bei uns auch Zuflucht finden. Und wir schützen die Menschen vor Krieg, aber wir schützen eben nicht vor Arbeit in diesem Land. Und es muss eine Selbstverständlichkeit wirklich sein, dass Menschen, natürlich müssen sie hier erstmal ankommen, müssen sich zurechtfinden, müssen vielleicht auch erstmal verarbeiten, was sie erlebt haben. Das sind ja traumatische Erlebnisse. Aber irgendwann muss dann auch der Punkt kommen, wo wir ganz klar sagen, wenn jemand für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommen kann, dann soll er das bitte auch tun und sich einbringen. Und wenn ich das mal sagen darf, das gilt auch für Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierher gekommen sind. Und es ist mir schleierhaft, wieso das in den Niederlanden klappt, wieso das in Polen klappt, die eine relativ hohe Erwerbsquote haben. Und eben bei uns klappt das nicht. Für mich kann das nur damit zusammenhängen, dass die Politik da eben falsche Anreize setzt, dass man hier quasi dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommt, was die Leute davon abhält, dann auch eine Arbeit nachzugehen. Und das müssen wir dringend ändern. Und ich glaube übrigens,
dass die allermeisten, die hierher kommen, dass die auch dankbar sind, hier Zuflucht zu finden und dass die auch bereit dazu sind. Und wenn wir die Anreize dazu setzen und auch sagen, hier, wir unterstützen euch und ihr sorgt dafür, dass ihr uns unterstützt und dieses System am Laufen gehalten wird, dann glaube ich, sind die allermeisten auch bereit dazu, das zu tun. Genau. Gehen wir gleich zum Thema Arbeitsmarkt. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Wer hat daran Schuld? Also wir erleben natürlich eine Ampel, die desaströse Entscheidungen trifft und einen Wirtschaftsminister, der einen fassungslos zurücklässt. Robert Habeck, wenn man so will, wir haben, wenn man auf die Geschichte Deutschland blickt, wir haben Ludwig Erhard, der für das große Wirtschaftswunder der Bundesrepublik zuständig ist, und Robert Habeck wird in die Geschichte eingehen für die größte Wirtschaftswunde, die er zurücklässt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er, wenn er mal mit der aktiven Politik durch ist, dass er dann wieder zu seinen Kernkompetenzen zurückkommt und Kinderbücher schreibt. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, vielleicht Robert und das schrumpfende Sparschwein, das wäre vielleicht so ein passender Buchtitel für sein kommendes Kinderbuch. Wir bleiben bei den Wirtschaftsfaktoren. Volkswagen, Sie kommen aus Nordhessen und immer wieder steht im Raum, welche Werke geschlossen werden, auch Baunatal, eben bei Kassel. Haben Sie da Angst um die Region? Das stimmt, ich komme aus Nordhessen, aus dem Schwalm-Eder-Kreis, und für uns ist das VW-Werk in Baunatal von essentieller Bedeutung. Mal ein paar Zahlen, ungefähr 16.000 Menschen arbeiten in diesem VW-Werk. Alleine bei mir aus dem Kreis sind es 5.500 Menschen, die dort arbeiten, die ihren Lebensunterhalt damit erwirtschaften. Und diese Hiobs-Botschaft aus Wolfsburg hat natürlich für ziemliche Unruhe gesorgt. Jeder hat bei uns im Kreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis Menschen, die im VW-Werk arbeiten und die jetzt Angst um ihre Zukunft haben. Das verunsichert die Leute. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie sich das auch bei der Bundestagswahl auswirken wird auf Ergebnisse, weil die Menschen einfach in hohem Maße verunsichert sind, Angst haben um ihre Zukunft. Und ich finde es auch bezeichnend für unsere Automobilindustrie insgesamt. Unser wirtschaftlicher Erfolg fußt wirklich auf einer starken Automobilindustrie, und wir haben einfach in den letzten Jahren erlebt, und da muss sich die Union auch an die eigene Nase packen, dass wir da nicht mehr Wert drauf gelegt haben, dass unsere starke Autoindustrie erhalten bleibt, in einer hart umkämpften Welt, muss man ja sagen, mit China, was wir jetzt erleben, mit den E-Autos, dass wir einfach sagen, da hängen so viele Arbeitsplätze dran, die ganzen Zulieferer, die Automobilhersteller, da müssen wir für kämpfen, dass die weltweit auch weiter Erfolg haben. Und ja, das ist dramatisch für eine Region. Ich hoffe natürlich, dass es gut ausgeht, dass wir da keine einschneidenden Einschränkungen hinnehmen müssen. Und wir kämpfen dafür in der Region. Wir setzen uns ein für unser VW-Werk, für die Menschen dort vor Ort und hoffen, dass es gut ausgeht. Super, Frau Bischoff, danke für das Interview. Danke Ihnen.